ausgelehnt. Schauen Sie doch, ein wunderbares Tor. Vitesquis. Schuss auf Eduardo, der drückt ab. Castillo. Spicher. Guter Ball von Spicher. Tor, Real! Jetzt wird's spannend. Das ist ein verrücktes Spiel. Eduardo, für mich auch einer, den man auszeichnen könnte mit einem Titel. Und auch ein tolles Spiel gemacht. Toll, die Flanke von Spicher. Sprung gewaltig. Dieser Eduardo. Möglichkeit für Tanaka. Der schießt auf Tanaka. Abgewehrt. Nimmt das Tor zum 5:5. Meine lieben Leute, das gibt's ja gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. 5:5. Das gibt's gar nicht. Leute, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Schauen Sie mal, Mitreskis Ball in die Mitte, abgefälscht, dann Tararake aus dem Hinterhalt, Taini abgefälscht und dann schießt Petric das 5:5. Möglichkeit und das ist das Tor für den FCZ. Nunez schießt das 6:5. Die Grasshoppers in Führung, Entschuldigung, die Grasshoppers in Führung. Richard Nunez schoss das Tor. Wahnsinn. Spiecher mit der Vorarbeit. Ganz allein steht da Nunez, der überlobt eine zum 6:5. Christoph Spicher, Reto Ziegler, Stefan Lichtsteiner, Richard Nunez, Alfred, Alex Mitreski und Carlos da Silva. Freistoß für Goetze, Richard Nunez, Buba Diop, Tor, 1:1, der Ausgleich, 12. Minute, eine Blitzreaktion der Zürcher. Chapuisat. Mit blendender Übersicht spielt er Nunez frei. Nunez, Pfosten, aber dann Cabanas, 2:1 für Goetze, Cabanas. Dann Chapuisat, wieder ein Traumpass, kein Offside von Nunez. Die FCB-Abwehr ausgespielt und diesmal ließ sich Nunez die Gelegenheit zum Torerfolg nicht mehr nehmen. 3:1 für Goetze an Andres Gerber. Chapuisat ließ den Ball passieren, denn ganz links stand Nunez wieder einmal ganz frei und peng! 50. Minute, freistehenden Cabanas. Und drin war der Ball zum 5. Mal hinter Zuberbühler. Hat einige Chancen für sie, Trilotic, im Verlauf des Spiels. Aber daran wird sich keiner erinnern, wenn er hier trifft. Die Grasshoppers sind Cupsieger 2013.
Sie wollten den Sieg einfach ein bisschen mehr. Basel mit Luzern dieses Jahr mit. Basel. When you finish career, you just calculate your trophies. So this is one more in my career. This is third in my career. Die Grasshoppers sind Cupsieger 2013. Eine ganz junge Truppe feiert hier einen großen Erfolg. Eine junge Truppe angeführt von zwei Super-Routiniers, von Captain Salatić und von Abwehrstratege Stefan Grichting. Ja, gesessen kannst du nicht sagen, oder? Ziemlich durch den Wind. Der Anatol, grossartig, was der dort aufführt. Und es hat Konkurrenz gegeben. Also man sieht schon die... Gashi, dann wieder gleich selber ausgebildet. Ajovic. Optimale Schussposition und der Treffer. 94. Minute. Richard Núñez, diesmal der Fußball. Wieder Núñez. Und 2:4. Das dritte Tor von Richard Núñez an diesem Abend. Und jetzt brachen im Neufeld für einen Moment alle Dämme. Aber die GC-Fans hatten sich durchaus im Griff und verließen das Spielfeld in der Folge ziemlich schnell wieder. Im Wissen, dass ein Spielabbruch den Hoppers gar nichts nützen würde. Richard Núñez hatte für die Entscheidung gesorgt. Ein Assist, drei Tore. Dieses hier, das letzte von insgesamt 27 und das meisterliche. 3 Minuten und einen Pfiff später durften die GC-Fans dann endlich und ganz legal raus zu ihren Idolen. Die Grasshoppers sind Schweizer Meister. Gegen ein starkes IB ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen und spielten sich souverän zum 27. Meistertitel. Und dann war es soweit, Übergabe des so begehrten Pots. Der Meisterpokal 2003 ging in die Hände von Fabrice Bohrer und Co. Minuten, Eckball GC, Torhüter Jakubovic ging in der Verzweiflung mit nach vorne. Prelba, Jakubovic, das Tor, 3:3, die Erlösung, der verdiente Lohn. Verzweiflung, Dramatik, Emotionen, Fußballherz, was willst du mehr? Jakubovic schreibt mit diesem Tor die Geschichte des Abends.